Das hier ist Jinzuke Sase. Weil ich das nicht korrekt aussprechen kann, nenne ich ihn einfach Kimono Kal. Kimono Kal bringt mich mit 2 Angriffen um. Wieder, wieder und wieder. Ich hasse Kimono Kal. Wie soll man das bitte schaffen? Ausweichen bringt nix, angreifen bringt fast nix, nett sein bringt wie immer im Leben überhaupt nix. Es gibt nur einen Trick, der funktioniert. Ich muss im richtigen Bruchteil einer Sekunde, nicht zu früh, nicht zu spät, in genau dem richtigen Minimoment die Block-Taste hämmern, um die Doppelattacke zu parieren. Eine halbe Stunde beiß ich mich daran fest, dieses Timing hinzukriegen. Und plötzlich sieht es dann so aus. Und deshalb ist Sekiro ein fantastisches Spiel. Weil bei Souls-Spielen kurioserweise alle immer besonders laut meckern, gibt's hier eine formelle Spoilerwarnung. Wir zeigen diverse Gameplay-Szenen aus dem Early- und Midgame sowie einige der frühen Bosse. Wer gar nichts davon sehen will, kann gerne den schriftlichen Test zu Sekiro lesen. Wir bieten bei der GameStar ja immer Alternativen an, weil wir euch so lieb haben. Für alle anderen geht's jetzt weiter. Dankeschön. Sekiro Shadows Die Twice ist das neue Spiel von From Software und damit geistiger Erbe von Demon's Souls, Dark Souls und Bloodborne. Die Parallelen springen einem genauso ins Auge wie dieser furchtbar geschickte Affe hier, den ich genauso hasse wie Kimono Kal. Das Spiel ist sauhart, fürs Sterben wird man bestraft, die Welt ist melancholisch und so weiter. Aber viel spannender ist Sekiro da, wo es mit den eigenen From Software-Traditionen bricht. Zum Beispiel beim Szenario. Sekiro spielt im feudalen Japan der Sengoku-Periode, also grob im 16. Jahrhundert. Überall im Land herrscht Krieg und ihr schlüpft in die Rolle eines Shinobi. Der sogenannte Wolf ist ein fester Charakter, anders als früher gibt's keinen Editor, keine unterschiedlichen Klassen, keine Rollenspielindividualisierung. Stattdessen bekomme ich einen sehr klaren Storyrahmen, sehr viel klarer als in bisherigen From-Software-Spielen. Ich diene einem göttlichen Kind, dann geht was schief und ich eile zur Rettung. Simpel, verständlich und tatsächlich bleibt die Mär rund um übernatürliche Mächte auch bis ins Finale spannend. Doch bevor ihr euch jetzt zu sehr fürchtet, dass die Welt genau das Mystische verliert, was die Fans an Souls-Spielen so lieben, auch in Sekiro bleiben viele Gespräche und Personen wunderbar kryptisch, Zusammenhänge unklar. Wer Itembeschreibungen wälzt, Levelumgebungen studiert, sich jedes Haus, jeden Gegner, jede Notiz anschaut, entdeckt eine faszinierende japanische Mythologie. Oder man wartet halt auf YouTube-Videos, die einem die Arbeit abnehmen. Übrigens wurde das komplette Spiel ziemlich ordentlich ins Deutsche vertont. Alternativ könnt ihr auf Englisch oder Japanisch spielen. Dieser Tee riecht ziemlich gut. Da sage ich nicht nein. Apropos Levelumgebungen. Die 9 großen Gebiete von Sekiro fallen weitläufig aus, laden zum Erkunden ein, bieten unzählige geheime Items, Örtlichkeiten und Bedrohungen. Ich werde dir den Zutritt nicht verwehren. Manchmal redet auch eine Wand mit euch. Bis zum letzten Gebiet ist man knapp 25 bis 30 Stunden beschäftigt, je nachdem, wie lange man an den Gegnern hängt, also etwas kompakter als in Dark Souls oder Bloodborne. Und tatsächlich waren frühere Souls-Spiele durchaus ein bisschen kreativer und ausgefallener mit ihrem Szenario. In Sekiro gibt es kaum ein Äquivalent zu einem Anor Londo oder einem Neulondo, bei dem euch die Kinnlade runterklappt. Das soll aber nicht heißen, dass die Locations in Sekiro langweilig sind. Die Umgebungen stecken voller cooler Ideen und erzählen spannende kleine Geschichten. Und damit stiehlt es in puncto World Design immer noch vielen anderen zeitgenössischen Spielen die Show. Außerdem gibt's einen großen Pluspunkt gegenüber früher. Sekiro spielt viel mehr mit Vertikalität, also mit Abgründen, Klippen und luftigen Höhen. Denn glücklicherweise wird meiner Spielfigur zu Beginn der Arm abgehackt. Und stattdessen habe ich eine handliche Prothese samt Greifhaken, mit der ich in Windeseile von Ast zu Ast schwinge. Dieses Movement geht nach 10 Minuten in Fleisch und Blut über. Und tatsächlich entwickelt Sekiro einen unheimlich coolen Bewegungsfluss. Als Ninja haste ich über riesige Abgründe, nur um mich klammheimlich von oben auf einen unachtsamen Feind fallen zu lassen. Und ja, im Spiel kann man auch schleichen. Das Stealth-System erinnert ein bisschen an Assassin's Creed Black Flag. Ich pirsche durch hohes Gras, erdolche Feinde von hinten. Alles recht rudimentär, doch die Schleichanlagen fügen sich wunderbar in das Szenario ein und bescheren geduldigen Spielern handfeste Vorteile. Denn Minibosse lassen sich durch Hinterrücksangriffe spürbar schwächen. Und diesen Vorteil brauche ich, denn die Kämpfe haben es in sich.
Herrje, reden wir mal über das Kampfsystem. Sekiro hat viele Stärken, aber wenn sich das Spiel allein für eine Sache lohnt, dann für das fantastische Kämpfen. Ich bin beim Testen dutzende Male gestorben, an einem Boss habe ich mich sogar 5 Stunden lang festgebissen. Das überrascht bei dem From-Software-Spiel nicht unbedingt. Was aber überrascht, ist, dass ich nicht erst einen Sieg erringen musste, um dieses wonnige Gefühl zu empfinden. Denn trotz aller Niederlagen macht das Kämpfen unheimlich Spaß. Sekiro erinnert an ein Fighting-Game. Es belohnt framegenaues Geschick, ultraschnelle Reflexe. Dem Feind nur auszuweichen und anzugreifen funktioniert fast nie. Ich muss das eingangs erwähnte Parry-System beherrschen, Muster beobachten, Finden vorhersagen und die feindliche Haltung aufbrechen und erst dann habe ich überhaupt eine Chance. Ein guter Sekiro-Kampf sieht in der Folge aus wie ein Blitzgewitter. Schwert knallt auf Schwert, Funken sprühen, ein unvergesslicher Tanz des Todes. Sekiro geht in die Tiefe statt in die Breite. Es bietet ein Katana-Kampfsystem, das man wirklich meistern muss, um zu gewinnen. Bei dem man Kampf für Kampf neue Facetten für sich erschließt. Und am Ende blickt man zurück und kann nur noch müde lächeln, was für Feinde einem anfangs Probleme bereitet haben. Was nicht heißen soll, dass das Spiel irgendwann zu easy wird. Feinde machen immer kurzen Prozess mit mir, wenn ich nicht aufpasse. Die Kämpfe von Sekiro erzeugen eine Intensität, wie ich sie selten bei einem Actionspiel erlebt habe. Der Wechsel zwischen Niederlage und Triumph fällt so extrem aus, dass ein falscher Schlag mich den Sieg kosten kann und auch oft genug kostet. Doch umgekehrt kann ich mit perfektem Geschick jede noch so heftige Herausforderung meistern. Das Spiel ist fast nie unfair, bloß sehr, sehr fordernd. Doch darauf muss man Bock haben. Und das ist noch notwendiger als bei Dark Souls und Bloodborne. In früheren From-Software-Spielen gab es selbst bei besonders harten Bossen immer irgendeine Möglichkeit, sich das Leben ein bisschen leichter zu machen. Man konnte leveln gehen, seine Stats erhöhen, bessere Waffen finden oder Koop-Kumpels einladen. Fast alles davon fällt in Sekiro weg. Die Rollenspielaspekte wurden größtenteils gestrichen, stattdessen ist das Spiel durch und durch ein Action-Titel, den man ausschließlich solo angeht. Die Fortschrittsmechaniken, die drin geblieben sind, helfen ebenfalls nur in eingeschränkter Form. Das Katana bleibt nämlich von Anfang bis Ende eure Hauptwaffe. Daran kann man nichts ändern, lediglich das Drumherum lässt sich ein bisschen anpassen. Beispielsweise durch besagte Prothesen, die einige Kampfgadgets freischalten. Mit der Axt zerhaue ich Schilde, mit Wurfsternen baller ich aus Distanz ein bisschen drauf und mit den Feuerkrachern betäube ich selbst dicke Feinde für eine Sekunde. Viele dieser Zusatzwaffen helfen allerdings nur in speziellen Situationen gegen spezielle Gegner. Und da die Munition für Angriffe arg beschränkt ist, bleibt das Katana der Star der Show. Neben den Prothesen kann ich auch Erfahrungspunkte sammeln, um sie in mehrere Skilltrees zu investieren, wo ich immerhin einige sehr nützliche Boni freischalte, wie stärkere Heiltränke. Außerdem gibt's dort sehr, sehr wichtige Kampfmanöver wie den Mekiri-Konter, mit dem ich bei feindlichen Stoßangriffen aufs gegnerische Rohr steige und genauso haarscharf an der feindlichen Stoßwaffe vorbeischramme, wie an einem pubertären Witz, den man jetzt hätte machen können. Doch auch hier gilt, viele Kampfmanöver helfen nur in speziellen Situationen und auch nur dann, wenn ich das Parry-System gemeistert habe. Einfach XP und Skillpunkte farmen, weil ich nicht mehr weiterkomme, hilft nur bedingt. Wirklich nützlich sind Upgrades, die Lebensenergie und Angriffskraft erhöhen, aber beides gibt's fast ausschließlich nur für gewonnene Bosskämpfe. Ihr merkt also vielleicht, worauf ich hinaus will. In Sekiro kann's passieren, dass ihr in Sackgassen landet. Es gibt zwar ein paar optionale Gebiete und Bosse, doch diese nicht alle jederzeit zugänglich. Beim Testen habe ich also wie gesagt durchaus mal 5 Stunden an einem fiesen Boss gehangen, weil ich nicht weiterkam und es gab nichts mehr, was ich drumherum noch tun konnte, um meine Chancen zu verbessern. Es half nur das eiserne Training, auswendig lernen, abpassen von Angriffen und so weiter. Da dürfte manch einer die Flinte ins Korn werfen, der selbst in Bloodborne und Dark Souls durchgehalten hat. Wer aber am Ball bleibt, bekommt wie erwähnt eine der intensivsten Actionspielerfahrungen der aktuellen Gaming-Landschaft. Und zumindest ein Rettungsseil gibt es, wenn ich in Sekiro ins Gras beiße, kann ich einmalig an Ort und Stelle zurückkehren. Diese Wiederbelebungsmechanik lässt sich für ein paar nette Überraschungen gut einsetzen. Übrigens wird ein Spielertod natürlich auch wieder bestraft. Ich verliere Geld und Erfahrungspunkte, die ich auch nicht wiederbekomme. Außerdem wirkt sich das Ganze auch auf die Story aus, mehr will ich hier an der Stelle nicht spoilern. Gegen diese Effekte kann man aber ganz gut gegensteuern, was anders auch doof wäre, weil man wirklich oft stirbt. Für den Ruhm von Ashina.
Technisch läuft Sekiro übrigens auf allen Plattformen ziemlich rund. Auf dem PC hatte ich selbst mit Mittelklasse-Hardware auf maximalen Details in Full HD konstante 60 Frames. Es gibt allerdings eine Beschränkung der Bildrate ab 60 Bildern pro Sekunde. Und man sollte das Spiel unbedingt mit Gamepad spielen. Die Tastaturbedienung funktioniert zwar grundsätzlich, ist aber wirklich nicht ideal. Auch auf den Konsolen liefert das Spiel eine ziemlich stattliche Performance, läuft mit flüssigen 60 Frames. Wer ein Bugfiasko befürchtet, kann also auf allen Plattformen beruhigt durchatmen. Optisch mag die Grafik zwar nicht zu 100% auf der Höhe der Zeit sein, Artdesign und Effektvielfalt sorgen aber trotzdem dafür, dass Sekiro ein ziemlich hübsches Spiel ist. Also machen wir den Sack mal zu. Auf der negativen Seite fällt Sekiro kompakter als bisherige From-Software-Epen aus. Das Skill- und Prothesensystem bietet nicht unbedingt die nützlichste Vielfalt. Dadurch entstehen fiesere Sackgassen, die Nicht-Profis noch mehr frustrieren. Und das Spiel erreicht nicht überall die künstlerische Exzellenz von Bloodborne oder Dark Souls 1. Doch all das trübt den Spaß nur sehr, sehr bedingt. Sekiro ist ein fantastisches Actionspiel mit einem der intensivsten Kampfsysteme überhaupt, einer faszinierenden Welt, interessanten Gegnerdesigns. Ihr bekommt eine Achterbahnfahrt der Gefühle, ein knallhartes Schwertkampferlebnis und eine spielmechanische Tiefe, in die man sich dutzende Stunden verbeißen kann. Sekiro zeigt eindrucksvoll, dass sich auch ein Spiel mit Ecken und Kanten, das definitiv nicht für jeden gemacht wurde, im Mainstream-Markt behaupten kann. Und das tut es völlig zu Recht.